Moin Moin und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3 und ja, ich stehe hier gerade ein bisschen betröppelt rum, denn ich weiß gerade nicht, was ich heute machen soll, aber uns wird schon was einfallen. Also, ihr kennt das Ganze ja schon, jetzt kommt ein kurzes Intro, danach beginnt die Folge, bis gleich. Jo, dann sage ich nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 3 mit eurem Sharuk. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir jetzt machen sollen. Was wir vielleicht mal machen können ist, wir brauchen ja noch ein paar Leitungsverkleidungen. Da machen wir uns mal 16 Stück von. Einmal, zweimal. So, dann lassen wir hier mal schnell ein paar Leitungsverkleidungen durchjagen. Du und du. Und das geht eigentlich schon relativ schnell. Dann können wir nämlich unten alles ein bisschen verkleiden. Und können hier ein bisschen verkleiden. So, 16 Stück habe ich jetzt erstmal gemacht. Gucken wir mal, wie das Ganze ausschaut. Ja, da dürfte jetzt eigentlich ordentlich Zeug kommen. Warum wird der Lohnstaub nicht abgeholt? Haben wir etwa zu viel oder was? Wo haben wir denn den Lohnstaub da? Ein Stack? Hä? Warum wird das nicht abgeholt? Schaut's hier aus. Gold und Lapis. Es extrahiert alles Auto auch. Wie viele Leitungen haben wir noch? Mehr als genug. Gut. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob wir das alles nicht nach hier vorne transportieren lassen. Ja, da stand ich genau auf dem Fahrstuhl. Warte mal. Probieren wir das Ganze mal ein bisschen anders. Kann es sein, dass ich eventuell ein bisschen Beschleunigung brauche? Muss ich mal gucken, wie das Speed Upgrade gebaut wird. Da brauche ich elektrischen Stahl, normalen Stahl, Kolben und eine Redstone Torch. Dann nehmen wir die jetzt mal in Angriff. Nehmen wir 4 Stück. Vier. Und Holz muss ich auch demnächst wieder Neues machen. Aber wir haben nicht mehr viel. So, wie schaut's denn jetzt aus? Redstone Torches, da.
Und dann brauchen wir jetzt 16 elektrische Stahl und nochmal 12 normale Eisen. Moment. 4, 12 habe ich gesagt. So. Machen wir jeweils zwei Stück rein. Und dann müsste die ganze Show so um einiges schneller gehen. Ich sehe ein klitzekleines Problem auftauchen. Hä? Der müsste das alles doch... Was ich mir jetzt einzig und allein noch vorstellen kann, ist... halt, ich muss nach oben. Ist, dass ich hier hinten... direkt an den Drawer muss, also an die Kontrollmaschine, an den Drawer Controller und nicht hier an den Controller Slave. Das probieren wir jetzt mal. Einmal, zweimal. Zwei, drei. So. Und dann gucken wir jetzt mal, ob das so funzt. Ja, am Anfang muss man immer ein bisschen kontrollieren. So, die Conduit-Fassaden müssten durch sein. Leer, leer. Jo, das war das Problem. So, wir haben noch vier Stück. Nehmen wir uns mal ein Holzbrett und hier den Kobbel raus. Können wir nämlich hier auch alles verkleiden. Wie viel haben wir denn noch? Drei Stack. Mache ich noch ein Stack? Obwohl, nee. Das lassen wir. Das lassen wir so offen. So. Wie gesagt, die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich? Keith Richards. Das heißt, wir haben 8 Stacks Sand. Compressed Flint. So, ich glaube, ich würde jetzt gern mir ein bisschen Kobbel hier mitnehmen. Dann gehen wir. Ach du Scheiße. Ja, wie ich es mir gedacht habe, die ist auch fast wieder voll. Müssen wir hier auch mal wieder ernten gehen. So, ich habe jetzt auch mal das Spiel ein bisschen lauter gemacht, dass man da auch ein bisschen mehr hört.
Ich würde jetzt als nächstes gern anfangen und würde gucken, ob ich nicht irgendwie an Lohnrouten rankomme. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich irgendwo ein Gebäude bauen, wo ich dann das Nether-Portal reinbauen werde. Wie gesagt, ich habe da so meine Eigenart. Bedeutet, ich schaue eigentlich immer zu, dass das Nether-Portal entweder mit Zaun ummantelt wird oder. Damit einfach, wenn Zombie-Pigmen kommen, dass die nicht mir überall rumgurken können. So, wir haben eigentlich mehr als genug Pfeile. Schwarzpulver kann auch weg. Knochen würde ich gern aufheben. Das Rottenfleisch kann man kompostieren. Und den Rest können wir einsortieren lassen. Das andere kann hier sortiert werden. Happy Birthday Cake. Warum ist da ein Creeper und ein Zombie? Aber dafür, davor würde ich mein Schwert gern noch ein bisschen upgraden. Ach, da hinten ist diese... Okay. Okay, ups. Noch ein bisschen weiter vor. Noch ein bisschen weiter vor. How to use your dirt chest. So. Ich will mal gucken. Legendary Loot Bag, was kommt denn da raus? Supremium, Mana-Perle. Wither-Skelett-Schädel. Wither-Skelett-Schädel wäre halt interessant. Epic Loot Bag. Da kann schon wesentlich mehr Shit rauskommen. Schweineeisen. Dimensional Shard. Cool in a Jar. Goldharnisch. Endertäter. Vibrant. Güldene Pferderüstung und Braustand und Lohnrouten. Nehme ich mir lieber die hier. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwo mal Lohnrouten drin habe. Aber da haben wir zwei. Warte mal, mit zwei Lohnrouten? Nee, da kann ich noch nichts anfangen. Schade. Düt.
Lohnrouten. Wo tun wir die hin? Die sind ja eigentlich auch relativ wichtig. Was können wir denn hier irgendwo rausschmeißen? Den Ton, die Stöcke, die Hühnerkacke. Die Hühnerkacke kommt woanders hin. Kommen da eher die Lohnrouten rein. Stimmt, ich brauche noch ein Hühnerhaus. Da habe ich mir noch nichts überlegt. Oh, wir haben einen zweiten Hundi. Knochen, Knochen, Knochen. Süß, brav. So, und jetzt ist die Frage, wohin mit dem Hühnerhaus? Hier hätte ich es eigentlich schon gern. Was bist du, violette Schleimerde? Das heißt, wir können hier ein bisschen rausnehmen. Wir können hier einen Block violette Schleimerde setzen. Ja, ist weit genug weg. Och, schade. Hat keinen Dotzball-Effekt. Wir nehmen uns noch ein bisschen was zu essen mit. So, wir haben noch 6 Stack Erde über. Ein Hühnerhaus. Könnte ich eigentlich wirklich hier anfangen? Da könnte ich eigentlich wirklich dort anfangen zu bauen. Obwohl, lass uns das Hühnerhaus hier bauen. Hier so anfangen. So, die Goldstiefel können wir uns durchmalen lassen. Kriegen wir wieder ein bisschen Gold raus. Du kommst da rein. Die Eimer. Wollen wir uns wieder nach oben legen. Glasscheiben brauchen wir nicht mehr. Ich bin echt am Überlegen. Machen wir was anderes? Fangen wir mit dem ME-System an. Das wäre, glaube ich, auch mal eine Maßnahme. So, und ich sehe gerade, wir sind schon wieder fast bei 20 Minuten. Sorry, das war jetzt mal eine Folge, wo ich so ein bisschen rumgedaddelt habe, wo nicht wirklich viel passiert ist. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder auch nach unten. Wenn ihr da unten seid, schnappt euch auch mal ein Abo, kostet nichts und bedeutet mir ein bisschen was. Ja, und ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, jo, tschö.